Wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Mhm. Hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Oh, zwei sogar. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hey, warte mal. Was rieche ich denn da? Du stinkst wie ein ganzes Sumpfkrautfeld. Ach das, ja, ich hab was dabei. Das habe ich mir aus Lago besorgt. Hey, ich habe den Orks ein paar Goldstücke abgenommen. Meinst du, du kannst mir was verkaufen? Ja. Das ganze Paket. Danke, Mann. Du bist ein echter Freund. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Heiler. Pass auf. Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Ja. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Danke, Lester. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Wo ist der? Ist der hier oder... Also hier oder... Ich gönne mir erstmal... Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Hier steht etwas über die alte Magie. Super. Wo ist Saturas? Dann bringe mir den ollen Wassermagier her. Saturas ist auch hier. Und wo? Wir können den beklauen. Das kann ich machen. Sieht nicht so rosig aus. Ist hier überhaupt jemand, den ich kenne? Hier sind Sklave, Sklave, Sklave. Sklave, Sklave, Sklave. Warum sind hier die Wassermagier? Also warum ist Saturas... Also ich habe so verstanden, dass Saturas ein Gefangener ist. Ich meine, ich habe kein Problem, die Leute hier loszuwerden, ne? Ah, da ist ein Tempelwächter. Lass dir schmecken, Kumpel. Bock mir nicht, bist weg. Saturas ist auch hier. Diese Aussage hat mir so gar nicht geholfen. Oh, Moment mal, da hinten ist noch was. Wenn nicht, gucken wir uns gleich nochmal in den Ruinen richtig um. Aber zwei Schlüssel haben wir. Das ist Luxus, hör mal. Gönnen uns ein paar Getränke. Aha. Was meinst du? Ja. Eieieiei. So, jetzt gönnen wir uns mal ein bisschen Erfahrung wieder. Lass mich raten, hier ist ein Schlüssel, ne? Potzblitz. Abgebrochen. Geh auf. Lüge. Hier ist ja nichts, hör mal. Hör, Sandcrawler. Keine netten Biester. Hier ist eine Mumie. Und die Mumie bekommt gleich drei Schläge auf den Hinterkopf quasi. Hier wächst Sumpfkraut. Okay. Das Problem ist, ich würde sehr, sehr gerne alle Nomaden finden. Das Problem ist, im Gegensatz zu Mythana haben sie keine so festgelegten Positionen, sondern die sind hier einfach überall und nirgendwo.
wenn man die Orte nicht kennt, hat man ein Problem. Da hinten ist noch so ein... Hier sind so viele von denen. Da ist ja noch einer. Oh, der haut ab. Warte. Der greift mich aber nicht an. Jetzt hat er mich angegriffen. Oder hat es versucht zumindest. Nein. Oh. Na, von wo? Von hier? Oh. Durch welche Wand hast du mich gesehen? Hinten ist niemand. Aha. Da war doch irgendwas, ne? Nö, ich hab keine Ahnung. Ein Gargoyle. Oder was ist das? Oder ein Drache? Ein Weihwahn oder so? Was bist du denn, Alter? Ein Gargoyle. Ja, dann. Lass dir mal die zwei schmecken hier. Ich kann so einiges, Kumpel. Und der zittert nur noch hin und her. Abgebrochen. Ach, natürlich, was soll denn sonst passieren? Noch ein Tempelschlüssel. Wir haben schon 3 Tempelschlüssel. Aha. Ein Schnibber. Den Schnibber hat's getroffen. Was kommen nicht noch mehr? Ah, doch, hier. Hätte ich mit rechnen können. Schriftrolle der Gelehrten. Okay, also es gibt ja auch Schriftrollen, die darf ich auch gerne mal an mich nehmen. Mhm. More Mythes. Ihr backt durch. Würde ich sagen. Oh ja. Du bist gelaufen. Das habe ich gesehen. Irgendwo waren noch welche, aber die sind weg. Haben sich verirrt. Das bringt nichts. Nicht während des Kampfes? Ah, da. More Mythe. Das ist schwingend. Und da noch einer? Ja. So nicht. Noch immer ein Kampf? Zweifle ich. Den Hammer brennen lassen, Hammer. Wenn da jetzt jemand ist und ich es einfach noch nicht bekomme. Das bringt nichts. Ja, da hinten ist jemand. Na komm. Na komm, Digga. Na ja, gut, dann halt nicht. Ich geh nochmal rüber in die Ruine. Wie komme ich am besten da oben? Ja. Oh, hier sind viele. Mhm. Lass die mal kommen. Mhm. Mhm. Werf ihn vielleicht mal. Und... 2, 1, 3. Okay, die haben wir auch erledigt erstmal. Vorerst. Vorerst haben wir das gut hinbekommen. Mhm. Jetzt wird uns nichts mehr so schnell angreifen, hoffentlich. Wir haben einen Feuerball erhalten. Dafür haben wir alles getötet. Your Ernst? Also die... Kollegen sind hier. Von der Volksarmee. Onatas. Nomade, 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 Nomade. Aber Satoras habe ich noch mal nicht gesehen. Ja, Satoras war hier. Ah. Satoras wird sichtlich erfreut sein, wenn wir den einen oder anderen töten. Huch? Nö.
Was willst du? Was willst du? Nix, ehrlich gesagt, weil ihr mit mir nicht reden wollt. Oh, ich muss über die ganzen Ruinen gehen, meine Güte. Und am Ende haben wir am Ende für nix. Wo versteckt sich denn der Hayopai? Meine Güte, der ist versteckter als... Da ist nichts zu holen. Meine Güte, als das Bernsteinzimmer oder so. Das ist ja Wahnsinn. Hat er sich auf der anderen Seite des Tempels versteckt? Oh, wow. Ich meine, wir haben hier schon fast die halbe Tempelruine ausgeräumt. Wir haben den Hayo noch mal nicht gefunden. Seturas. Kumpel. Wir haben doch immer zusammen gekämpft. Zeig dich doch einfach mal. Wir könnten ja miteinander reden. Ah, hier ist nix. Denn das hat... Wer greift mich an? Ein Tempelwächter! Hallöchen, der Tempelwächter. Ihr seid so sinnlos. Ich hab gedacht, ihr werdet viel stärker, aber nein. Die sind halt so sinnlos, ne? Wir haben noch nie einen Nahkampf mit denen gehabt. Nie. Hier ist wieder niemand. Okay, wir haben uns um alles gekümmert. Gib mir eine Flasche Wasser. Ich laufe mal da oben lang. Es kann ja nicht sein, dass die hier nicht sind. Saturas ist auch hier. Jawo! Red mit mir, Diggi. Da ist nichts mehr zu holen. War verdammt nochmal, weißt du, Sumpfkraut riechen, ja? Bin blöd, Mann. So. Urne der Totenwächter erhalten. Wow, wir haben nur eine Urne bekommen. Da hinten ist noch einer. Gönn die mir mal. Schnipsel die mal weg. Oh. Ich greife dir mal dort. Aha. Moin, Meister. Nur mal sagen, jetzt knallt's. Ja. Also ich würde sagen, ja, es knallt, aber... Geheuerst. Geheuerlich langsam. Oh, hau, hau, hau. Lass dir schmecken, Kumpel. Was seid ihr denn jetzt? Meine Güte. Bist du wieder flott unterwegs da? Das seid ihr ja schon. Na ja, komm. Wir werden nicht gemein sein. Ihr gebt euch ja Mühe. Auch wenn Mühe geben nicht immer genug ist, aber ihr gebt euch ja Mühe. So nicht. Nein, das bringt nicht. Das bringt nichts. Wo ist denn der Kampf? Ich verfolge doch gar nichts. Und jetzt ist auch gar nichts mehr hier. Also, I hope so. Wenn das der einzige Grund war, dann weiß ich auch nicht mehr. Ach ja. Der weit entfernte Kämpfer. Wir haben die Mondsichel erhalten. Oder eine Mondsichel. I don't know. Guck mal. Skelette. Skelette. Guck dir das mal an. Ah, ewig schon nicht mehr gesehen. Eieiei, jetzt verfolgen die mich. Haben echt Bock, wa? Jetzt war's noch weg. Moin, Meister. Hier ist ein Zombie. Da vorne ist ein Feuergolem. Sind die jetzt alle Fuji oder? Ah.
Den hat es auch geschmeckt. 1, 2, 3. Ist da noch jemand? Nein. Der Feuergolem küsst auch nochmal die Erde. So. Das bringt nichts. So nicht. Jungs, seid ihr frisch aus dem Musikstück Thriller oder was? Gut, dann rennt halt an mir vorbei. Was ist das? Ah, ich kann an Gräbern graben. Ah, klar. Was haben wir denn da? Ah, ja. Nun. Warum nicht gleich so? Natürlich komme ich mal wieder nicht auf die wundervolle Idee, einfach mal zu graben. Aber mal Linksklick. Aber mal ein bisschen Initiative zeigen. Hämmer. Machen wir den Lachs. Abgebrochen. Na komm. Ich muss doch gerade meine Katze rauslassen. Aha. Dann haben wir den vierten Tempel. Da da da. Ey. Viel Spaß. Kugel. Nicht mit mir. Halt die Pfoten bei dir. Nun. Wir haben ordentlich was hinbekommen. Schon, aber es fehlt der fünfte Echelysel. Und er kann bei unserem Freund Sitoris sein. Aber natürlich müssen wir den erst finden. Nee. Der ist ja auch leicht zu finden, habe ich gehört. Also Sitoris, das ist so ein Typ, ne? Den erkennst du auf 5 Kilometer. Ja, hier echt alles niedergemetzelt, ne? Alles nur für Sitoris. Ne? Also. Und Sitoris, I love you. You got the right people here. And we kill everything for you. Na, weißt du Bescheid? Oh, wir standen beim letzten Mal einfach schon hier. Und haben da nicht reingelunzt. Naja. Ja, so eine Urne, nein. Also ein paar von den Dingern hier. Ich wette mit euch, Sitoris wird uns exakt dafür auf den Weg schicken. Und dann wird er sagen, hey, Kumpel. Hör mal zu. Habt ihr sowas gehört? Bär, der ist jetzt auf dem großen Tempelplatz, dann rast dich aus. So ganz offensichtlich. Na, hier stehen erstmal Leute. Hier ist ein Lager. Moment, Herr Wutrat. Hier steht nichts Neues. Ja. Was die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innersvolkes. Schön. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Ja? Was hast du vor? Sitoris sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Ja, ist, würde ich sagen, eine 10 von 10, danke. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Okay. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Also ich soll den umnieten und dann kommt ihr. Sitoris. Du hast dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Was jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Aha. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Toll. Liegt jetzt alles bei Jarkin da, oder was? Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier.